Julian, wir hatten eine Abmachung. Du gibst mir jetzt das Tablet. Also von dieser Abmachung habe ich noch nie gehört. Doch. Emma, kannst du dir abschminken? Das Tablet wurde gerade erst repariert. Wer weiß, wer das kaputt gemacht hat? Hä? Du vielleicht? Also, weg mit dir. Schlafenszeit, was machst du eigentlich noch hier? Oh, warum? Mama, wieso denn? Jetzt schon? Es ist doch noch voll früh. Ich muss sonst normalerweise nie um diese Uhrzeit ins Bett. Julian, dich meine ich doch gar nicht. Emma, dich meine ich. Ab ins Bett. Du hast noch eine halbe Stunde, Julian. Oh, warum? Das ist total gemein. Ich bin doch nicht müde. Ich will doch nicht ins Bett. Und warum darf Julian aufbleiben? Tja, Emma, ich würde mal sagen, weil ich kein kleines Baby bin. Ab ins Bett mit dir. Ciao, ciao. Und ich spiele jetzt am Tablet. Mama, halt mich nicht zurück. Halt mich nicht zurück, Julian. Komm doch. Ich dich erwische, knöpfe ich dich vor. Emma Vogel, du bist die Allerjüngste hier. Ab ins Bett mit dir. Das sind die Regeln hier im Haus. Das musst du so akzeptieren. Was soll das für Regeln sein? Die hast du doch gemacht. Ich gehe ja schon, aber ich find's nicht gut. Und wer macht überhaupt diese Regeln, dass man so früh ins Bett muss? Ich verstehe das nicht. Ich bin nicht müde und ich brauche auch nicht schlafen. Emma, wenn du irgendwann mal die Regeln machen darfst, dann kannst du auch entscheiden, wann du ins Bett gehst. Aber solange machen Papa und ich das. Also wenn wir sagen, du gehst ins Bett, gehst du ins Bett. Oh, und wann kann ich endlich die Regeln machen? Ich will die sofort ändern. Emma, jetzt schlaf endlich. Vielleicht, wenn du später mal Präsidentin bist, dann kannst du neue Gesetze und Regeln erlassen. Aber solange du hier wohnst, gute Nacht. Also muss ich jetzt Präsidentin werden, aber wie schaffe ich das nur? Oh, Präsidentin, das wär's. Oh, ein bisschen müde bin ich schon. Haben wir jetzt wirklich alles beisammen? Haben wir alles bereitgestellt? Der hohe Besuch kommt doch heute. Oh ja, ja Mama. Mama, alles ist bereit. Ja, so wie wirklich? Die Leute das haben wollten von dem Präsidentenamt oder so. Oh, ich bin wirklich aufgeregt. Oh Mama, es ist nur Emma. Du brauchst nicht aufgeregt sein. Ja, ich verstehe gar nicht, warum wir jedes Mal so ein Tohuwabohu hier veranstalten, nur weil Emma die Präsidentin kommt. Oh mein Gott, wie kann überhaupt ein Baby Präsidentin werden? Das verstehe ich bis heute nicht. Oh, Julian, du weißt ganz genau, dass das ein Talentprogramm von der Regierung war. Und Emma hat nun mal dieses Talent und deshalb ist sie jetzt Präsidentin und du bist jetzt ruhig. Und eins verstehe ich immer noch nicht. Warum hat sie mich nicht zur Ministerin gemacht? Ich hätte gerne mitgearbeitet. Oh Mann, jetzt fängt das schon wieder an. Ach Mama, kann ich nicht einfach nach oben ein bisschen spielen? Das wird mir hier ein bisschen zu viel wieder. Julian, jetzt wird nicht gespielt. Hat's gerade geklingelt? Das wird sie sein, das wird sie sein. Familie Vogel, also wir sollen hier erstmal noch alles abnehmen, bevor die Präsidentin kommt. Ist hier alles soweit organisiert, wie wir das durchgegeben haben? Ich müsste das einmal prüfen. Die Lieblingstorte der Präsidentin? Check. Waldmeister-Eis im Hörnchen und Himbeereis im Hörnchen? Check. Und natürlich Kakao in der Flasche, eiskalt? Check. Es ist alles in Ordnung, die Präsidentin kann jetzt reinkommen. Also ich verstehe das nicht. Warum hat denn Emma hier eigene Leibwächter? Warum nicht für uns? Und verstehe eine ich eigene auch nicht. Polizei für uns? Das verstehe ich nicht. Oh, Emma, da bist du ja endlich. Oh, herzlich wow, willkommen Emma zu Hause. Mama Hallo. Hat dich ganz doll vermisst. Seid gegrüßt, liebes Volk. Ich bin jetzt endlich da. Mhm. Och, Emmalein, lass dich umarmen. Du hast mir so gefehlt. Ich hab dich die letzten 2 Monate nicht gesehen. Frau Vogel, ich bitte Sie. Also bitte nicht zu nahe kommen. Das ist die Präsidentin. Ich hab Befehl, Sie zu schützen. Das wird nicht nötig sein. Bleiben Sie ruhig. Das ist meine Familie. Aber Mama, umarmen geht heute nicht. Die Leibwächter, die haben wirklich ein Auge auf mich geworfen. Oh, ihr habt meine Lieblingstorte hier. Das stimmt mich wirklich zufrieden. Darf ich meine persönliche Assistentin vorstellen? Das ist Camilla, der Clown. Hallöchen. Oh Mann, jetzt werden sogar Clowns hier persönliche Berater. Also so weit ist es jetzt schon gekommen, ach Mann. Das ist der Bruder, ihr wisst schon. Die Präsidentin hat uns ausdrücklich vor ihm gewarnt. Also werft bitte ein Auge auf ihn. Oh, ist das meine kleine Prinzessin oder sollte ich eher sagen, meine kleine Präsidentin? Emma, du bist ja da. Oh, das scheint der Vater zu sein. Also von dem erzählt die Präsidentin ständig. Die haben wohl früher immer zusammen gespielt. Das ist auch die einzige Person, die umarmt werden darf. Komm Hallo, her, Papa. Meine Kleine. Ich kümmere mich so lange um die Mission. Zimmer verwüsten. Also ihr anderen, ihr könnt jetzt alle Pause machen und, weiß ich nicht, meinen Stuhl polieren oder so. Na, mein Schatz, erzähl mal, wie ist es denn so in der Politik? Gut, Papa. Also der Bruder von unserer Präsidentin, der hat wohl den Hang, was zu klauen. Wir müssen auf jeden Fall den Stuhl bewachen. Also der darf sich da auch nicht draufsetzen. Ach, Papa, wie soll's sein? Ich trinke den ganzen Tag Kakao und manchmal muss ich Sachen unterschreiben. Ich habe sogar meine eigene Unterschrift jetzt. Und stempeln darf ich auch. Und spielen, ach, das ist schon hervorragend, muss ich sagen. Oh, Kleiner, ich merke gerade, die Präsidentin braucht ihren Kakao. Holst du den bitte? Oh. Na los! Nein, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Das habe ich früher nicht gemacht und mache ich jetzt auch nicht. Ist mir egal. Und besonders nach diesem letzten Gesetz, was sie da durchgesetzt hat. Auf gar keinen Fall, das ist für Kinder sowas von doof. Oh, was ist denn daran schlimm, dass alle ab 18 Uhr im Bett sein müssen? Und los, jetzt hol endlich den Kakao. Und auch am Wochenende, das geht gar nicht. Julian, das habe ich genau gehört. Alle müssen um 18 Uhr ins Bett gehen.
gehen. Und wenn du dagegen verstößt, dann gibt's ganz, ganz hohe Strafen drauf. Und es ist bald 18 Uhr, also ab ins Bett. Nee, ganz bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht. Heute gehe ich nicht um 18 Uhr ins Bett. Ist mir egal, ob ich dafür ins Gefängnis komme oder nicht. Und ihr hier, müsst ihr hier alle sein? Also, und kann ich mich mal hier draufsetzen? Bitte! Ich wusste es doch. Auf gar keinen Fall. Sie dürfen hier nicht drauf, junger Mann. Also, wie ihr das schon gehört habt, Mama, Papa, alle müssen um 18 Uhr ins Bett. Nur ich nicht. Ich bin die Präsidentin. Ich darf länger aufbleiben, aber alle anderen ab ins Bett. Und in der Zwischenzeit kann ich ja auf euch aufpassen, damit ihr schön träumt. Ihr habt's gehört. Alle ins Bett. Ab ins Bett, Leute. Oh, wirklich? Wir müssen jetzt um 18 Uhr ins Bett? Oh. Ach, Mann. Also, ich dachte ja eigentlich, wenn die Präsidentin hier ist, dann dürfen wir ein bisschen länger aufbleiben. Keine aber Ausnahmen. Um 18 Uhr... Oh. Also verzeihen Sie, es ist gleich 18 Uhr, also ich würde Sie bitten, ins Bett jetzt zu gehen. Ja, natürlich, wenn das die Präsidentin sagt, dann machen wir das auch. Schatz, Hanna, wir gehen jetzt ins Bett am besten, auch wenn es noch ziemlich früh ist und es Samstag ist. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, ich verstehe das nicht, ich sehe das echt nicht ein. Warum müssen wir am Wochenende so früh ins Bett? Ich bin noch gar nicht müde. Also ich weiß nicht, was ich zu diesem neuen Gesetz hier sagen soll mit den Bettzeiten, ne? Um 18 Uhr ins Bett, aber so schlimm ist das gar nicht. Es gibt jetzt, seitdem Emma Präsidentin ist, in ganz Playmobil City und im ganzen Land Kakao umsonst. Das ist doch klasse. Das stimmt. Oh, wer war das? Schon wieder wurde mein Zimmer hier verwüstet. Immer wenn Emma da ist, wird mein Zimmer irgendwie verwüstet. Wer war das? Oh, ist das klasse. Meine Lieblingscouch, meine Lieblingstorte. Ich habe echt ein richtig tolles Leben als Präsidentin. Und als nächstes gibt's ein Gesetz, da muss jeder zu Hause ein eigenes Prinzessinnenschloss haben und das muss er gut behandeln und immer schön pflegen. Das wird kontrolliert. Oh, Präsidentin sein, das wäre richtig klasse. Mama, ich weiß jetzt, was ich später mache.